agricoltori lattiero-caseari della European Milk Board. Siamo testimoni del suo amore. Sia lodato Gesù Cristo, giorno del battesimo. Per il nostro prossimo, per il mondo intero, la vita per il popolo si fa dura. Ed è proprio quando... Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancto. Die Papst hat uns erzählt, dass wir durchmachen mussten, durchkämpfen mussten, dass er hinter uns steht. Ja, er hatte sehr viel Interesse, hat auch wirklich gut zugehört. Und ich denke, er weiß von der Situation und er hat sehr viel Verständnis dafür. Die EMB hat sich vorgestellt, hat gesagt, was wir als Milcherzeuger machen in EMB und was wir gerne erreichen wollen. Wir haben auch erzählt, wie die Situation am Moment ist bei den Bauern in der EU, aber auch weltweit und die Probleme, die das gibt und dass wir gerne etwas ändern wollen und eine faire Milcherzeugung, auch nachhaltige Milcherzeugung haben wollen. Weil der Papst einfach eine herausragende Persönlichkeit ist, der unbequeme, der brennende Themen des Alltags immer wieder anspricht und den Finger in die Wunde legt. Und da sehen wir doch einen großen Unterstützer unserer Anliegen. Vielleicht hilft der Segen ja auch, die Politiker in Europa zu bewegen, um wirklich die Probleme, die auf der Hand liegen, anzupacken und zu lösen. We have been talking to the European Commission. We have been talking to the ministers of almost all countries of Europe, trying to make them understand that the decline of numbers of milk producers in Europe is not a good thing. And the Pope here has the same meaning. It doesn't make sense to leave the country to live in the cities. He's like a big rock star, so of course you want to meet him. I'm not a Catholic myself, but I think that this Pope, Franz, is for all people a good sign of how we should be living. Pourquoi pas le pape François? Le pape François, c'est quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui est écouté, c'est quelqu'un qui est puissant, ça vaut largement un chef d'État. Pour nous, il est même bien au-dessus. Et donc... Thank you.